Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YAMC, Your Adventure, My Challenge. Und dies ist Folge 13 oder Map 13. Und ich hoffe nicht, dass das irgendwie bösartige Beschwörungen hervorruft. Wir spielen die Map Jump and Run. Wo ist er hin? Von Gelpi, also Glasflach-LP, Let's Play. Oder Glasflach-LP. Gehen hier einfach mal rein und ich hoffe, dass das eine gute Map wird. Ich bin schon gespannt. Okay, starten wir hier in einem süßen kleinen Raum. In angenehmen Farben, einem Amboss, einer wunderschönen Uhr, P-Crafters Bett und Glasflachs Bett. Sehr gemütlich hier. Und wir gucken mal in unseren schönen o in unseren Ofen zuerst. Wertvolles Stück Scheiße. Oh ja, ich scheiße auch immer. Gold. Easter Egg. Manometer, du tust dein wertvolles Stück Scheiße in den Ofen. Tja, das kann ich leider nicht ändern. Und wir sind noch im Kreativmodus. Das hätte man noch etwas ändern sollen. Game Mode, ich weiß nicht, Game Mode 0, Game Mode 2. Das lesen wir sicherlich in den Regeln. Smaragd, ganz viele Smaragd, die brauchen wir. Ich nehme sie jetzt mal so altmodisch raus. Eisenbrustpanzer und Eisenhelm haben wir auch schon. Das ist ja super. Karte 1, Karte 0. Nur Z Holzzäune kaputt machen. Nur Holzzäune kaputt machen. Karte 0, Karte 1. Story. Oh, ups. Gucken wir uns das doch mal an. Story, du wachst an einem Morgen auf und bemerkst, dass Glasflach-LP nicht da ist. Du machst dich auf den Weg, um Glasflach-LP zu finden. Okay, da kommen unsere Bücher hier oben rein. Die Karten gucke ich mir kurz an. Okay. Oh, man sieht meine Hände. Das auch. Ah ja, das sieht ja gemütlich aus. Süß. Okay, gucken wir mal die anderen Regeln. Nochmal Story. Ist das eine andere gewesen? Weil man das stacken konnte. Warum ist das das gleiche? Quest 1, Regeln. Okay, packen wir einfach hier. Ein Story brauchen wir ja nicht. Quest 1, Regeln. Gucken wir mal einfach in Regeln. Regeln, keine Blöcke abbauen. Wenn es dir gesagt wird, darfst du Blöcke hinsetzen. Bewertungsblock Ausnahme. Nicht cheaten. Spaß haben. Du darfst oder musst mit Villagern tauschen. Quest 1. Quest 1. Finde auf der Insel ein Schwert. Tipp, wenn du nicht weiterkommst, ist auf der nächsten Seite. Okay, Tipp. Bei der Bahn. Oh. Wir gucken das trotzdem mal, selbst wenn wir es nicht lesen. Nicht aus der Map gehen. Witz. Pausenbrot-LPs Minishop. Hier gibt es schon mal Nahrung. Das ist schon mal sehr wichtig. Gute Nahrung. Okay. Jetzt macht er bestimmt hier gleich was Neues auf, oder? Ja. Lederjacke. Okay, die haben wir natürlich. Gut, die ist offensichtlich. Die kann man finden. Denke ich mal, ne? Ein Holzschwert nehmen wir uns mal mit, aber ja, ich nehme auch das Holzschwert. Ist besser als ein Goldschwert. Quest 2, die Smaragde nehmen wir auch mit. Ja, man muss das drauf haben. Möglichst schnell. Eigentlich. Keks. Ich mag Keks. Sollten wir vielleicht auf einfach spielen? Ich gehe da mal von aus, weil wir ja sicherlich hier Monster haben sollen, oder? Warum haben wir sonst Schwerter? Okay. Quest 2 lesen wir dann jetzt. Quest 2, du hast das Schwert gefunden und nun rüste dich mit Essen aus. Ja, Essen haben wir schon geholt. Tipp, wenn du nicht weiterkommst, ist auf der nächsten Seite. Wenn du das hast, 3. Ja, warum sind das 4 Seiten? Bei Villager, Quest 3. Du hast alles, was du brauchst. Nun mach dich auf den Weg, Glasflach zu finden. Wenn du nicht weiterkommst, auf der nächsten Seite. Okay, diesmal machen wir es aber nicht. Jetzt habe ich nicht richtig gelesen. Ups, habe ich nicht gelesen. Du hast alles. Nun mach dich auf den Weg. Okay, ja, aus dem Weg machen. Dann müssen wir jetzt nur noch da reinkommen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier irgendwie ein geheimer Weg oder Geheimgang ist. Wo auch immer. Hier ist noch eine Kiste. Oh Gott. Secret, Secret. Ich nehme mal ein Secret-Buch raus. Du darfst ES craften. Achso, S. Du darfst.
krasses Craften. Geil. Habe ich ein Dia-Schwert. Das machen wir uns auf jeden Fall. Wie alle immer so richtig rumgeiern. So. Boah, geil, da habe ich ein Dia-Schwert. Full Dia. Wie kommen wir da rein? Also ich denke, dass das irgendwo ja versteckt sein muss. Wo? Unterirdisch? Ich schwimme einfach mal ein bisschen rum, damit wir das vielleicht finden können. Da sehe ich Licht. Gehen wir da doch mal rein. Vielleicht finden wir dann da was Spezielles. Ich mag Kekse. Ja, ich mag Kekse auch. Die sind lecker. Packen wir das mal alles da oben rein. Außer den Keks, ja. Das auch. Okay. Angeordnete Smaragde. Auf den Goldblock setzen. Quest 4. Nehmen wir auch schon mal mit. Auf den Goldblock. Okay, der wird sicherlich noch kommen. Quest 4. Schaffe das Jump and Run. Spring und renne. Tipp, wenn du es nicht schaffst, nächste Seite. Das ist. Übrigens ist das normal. Wenn ihr Jump'n'Runs macht, dann ist es ganz klar, dass ihr die Jump'n'Runs meistens nicht schafft. Oder beziehungsweise, weil es dann laggt. Das ist sehr häufig. Auf den Goldblock setzen. Ich sehe aber gar keinen Goldblock. Wo ist denn da ein Goldblock? Nicht schlimm. Entschuldigung, wenn ich abschnuffe. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier hoch müssen und dann darüber sollen. Ja, wäre ich mir sogar ziemlich sicher. Ich hoffe, es gibt Checkpoints. Aber wir sind so gut. Oh, nee. Oh. Nee. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass wir den Block dahin setzen. Du bist einfach noobig. Ich weiß. Hätte ja sein können, dass da jetzt drinne steht, dass wir, noobig sind, genau. Nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir den hier irgendwo dran setzen sollen, dass wir dann da wieder hochkommen können, oder? Da bin ich mir sehr sicher. Darum packe ich den mal hier hin. Ich hoffe jetzt nicht, dass ein Goldblock kommt. Boah. Ja, das ist ganz schwer. Vierersprünge bin ich kein Fan von. Ich hasse Vierersprünge einfach. Aber man muss es auch üben. Der ist ja relativ am Anfang. Deshalb denke ich, ist das noch möglich. Und wir brauchen was zu essen. So, jetzt haben wir erstmal unseren Keks hier aufgebraucht. Ah, das war schon sehr knapp. Ich stelle gleich erstmal die Sichtweite etwas tiefer. Genau. 5, das ist auf jeden Fall ausreichend. Nicht befriedigend. Nur ausreichend. Okay, nochmal das Ganze. Ja, geil. Durchspringen sollte man nicht. Kleiner Tipp von mir persönlich. Nur Holzzäune kaputt machen. Ah, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du wolltest, dass man das hier abbaut. Stimmt das? Das sind keine Holzzäune. Oder gibt es hier Holzzäune? Nein? Okay, gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Aber nicht schlimm. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich mich da jetzt vertue. So, 3 Chunks, das reicht vollkommen. Wir wollen hier leckfrei spielen. Dieser Sprung ist verdammt schwer. Und ich will weiterkommen. Nicht mich stundenlang damit aufhalten. Ein Versuch machen wir noch. Wenn wir das nicht schaffen, dann machen wir uns fairnesshalber einen Smaragdblock. Ich denke, das ist angemessen. Der zählt nicht als Versuch. Mit unserem geilen Dia-Schwert. Das zählt auch nicht als Versuch, Mann, bin ich scheiße. Das liegt einfach daran, die einfachen Sprünge schafft man dann einfach nicht mehr. Das war sehr knapp, komm, das zählt als geschafft. Nein, tut's nicht, aber wir gehen einfach mal kurz zum Crafting Table und machen uns dann ein wunderschönes Maragon. Mir gefällt die Palme ausgesprochen gut. Als so kleine tropische Insel. Ich gucke trotzdem nochmal. Sind hier zufällig Holzzäune? Nein, ich sehe keine Holzzäune. Okay, dann machen wir uns einen Smaragdblock. Als fairen
Mogelblock. Was ist das da hinten eigentlich? So, Dreiersprünge sind völlig in Ordnung, aber Vierer sind dann doch ein bisschen zu heftig. So, geschafft. Mann, sind wir gut. Oben. Ja, da ist eine Truhe. Oh, eine Leiter. Die werden wir sicherlich da brauchen. Oh Gott. Boah, geschafft. Boah, sind wir gut. Meine Güte. Ist gar nicht so einfach und da unten ist eine Kiste. Versteckt, meine ich, oder? Ja, klar. Reichlich sogar. Hier gibt's lecker Essen. Das ist auch schön. Und dann machen wir jetzt das Jump'n'Run. Ja, genau. Geil. Da ist es. Dankeschön. Danke. Es gibt einen Checkpoint. Oh. In der Beta übrigens hätte man den Checkpoint ohne diese Leiter nutzen können. Da konnte man nämlich noch nur mit dem Kopf hochklettern. Das hat dann schon gereicht. Das fand ich auch immer sehr praktisch, aber es wurde entfernt. Dafür kann man halt jetzt sprinten, was auch sehr freundlich ist. Warum leckt das eigentlich immer bei solchen Dingen? Ich hatte eigentlich gedacht, dass es eine recht kurze Map wird, aber... ja, genau. So, nochmal diese ganzen schönen Leitersprünge. Kann man hier eigentlich auch rüber? Boah, das war knapp. So, jetzt hier rüber und dann haben wir es. Hoffentlich schaffen wir es jetzt bei diesem Versuch. So, jetzt schaffen wir das wirklich. Oh, Dankeschön! Lieber Map-Erbauer, ich danke dir dafür, dass das nett ist. Netter Stern, okay. Ein Wasserheimer. Oh, danke schön, das ist hier echt schön. Wenn man es denn schafft. Wofür ist der Wasserheimer? Ist der zum hier hochschwimmen gedacht? Ich gehe einfach mal davon aus. Nein, gehe ich nicht, aber ich hoffe, dass es ein Checkpoint war. Es wird Nacht. Dürfen wir Tag machen? Zum Sehen. Guck mal, da unten ist eine Höhle. Das ist doch schön. Machen wir das Jump'n'Run eben bei Nacht. Ich hasse es. Aber ich mag die Musik. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Hm. Traurig, traurig. Slash Timeset 0. Bitte, damit das ist rein aus Zuschauergründen, damit die Zuschauer was sehen können. Es war übrigens eben ein Kopfsprung, welche noch schlimmer sind als Leitersprünge. Da sind mir Leitersprünge doch ein Genuss gegen. Nüsse. Ich denke, das ist hier dieser Eimer ist für Checkpoints gedacht und würde vermuten, dass wir da irgendwo einen Checkpoint machen dürfen. Wieso schaffen wir den Sprung nicht? Der sprintet da einfach mal stumpf nicht. Nee, komm, Game Mode. Inne. Damit das nicht so lange dauert, gehen wir einfach wieder hier hin. I'm sorry, but. Das ist ein Must-Have. Jetzt setze ich auch den Wasserheimer gleich da oben irgendwo hin, damit wir da auch den Checkpoint machen können und dann ist das auch super, ne? Und ich mag es übrigens, wenn Jump'n'Runs so schön durcheinander sind. Das ist sehr nett. So, jetzt werde ich hier den Checkpoint setzen. Der Fairness halber. Und jetzt kommt gleich wieder irgendwo dieser gemeine Sprung. Den meinte ich. Der ist verdammt gemein. Kleiner Verbesserungsvorschlag an Glasflach LP. Wenn du eine Map machst, dann tu mir den Gefallen und nutze keine Wassereimer. Das kommt nicht ganz so geil.
Leitern sind dann besser. Würde ich einfach so persönlich empfehlen. Weil Leitern gehen schneller. Oder mach einen Teleporter. Das geht noch geiler. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt müssen wir auch was essen. Gibt's hier noch einen Checkpoint gleich? Das wäre wieder super, weil ich bin jetzt schon, finde ich, relativ weit. Ich hasse es. Fast geschafft! Genau in diesem Moment wird die Musik auch dramatisch. Wo war dieser Dachsprung? Da war der Dachsprung. Gehen wir hier wieder hin. Okay, er ist möglich. Wir haben es gesehen, wir haben es geschafft. Bitte. Einfach weil hier keine Checkpoints sind, müssen wir fliegen. Und weil die Map nicht so überlange dauern soll. Ich möchte das gerne in einem Part hochladen und ich hoffe, das reicht auch. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Wir sind sicherlich schon bei 15 Minuten. Oder zumindest fast. Wieso schafft man nie diese... Ich bin wirklich ein sehr guter Jump'n'Run-Spieler. Ganz ernst gemeint. Aber in Aufnahmen ist das immer so was anderes, weil man dabei kommentieren muss. Und da ist man so leicht abgelenkt. Und das ist wirklich deutlich schwerer. Und das wird euch sicherlich selber auch auffallen, wenn ihr auch aufnehmt. Macht das mal. Macht das wirklich mal. Oder versucht einfach mal, so als Challenge, wenn ihr persönlich mal so einen Vergleich dafür haben wollt, wie schwer das ist. Versucht mal irgendwas zu erzählen. Über irgendeine Geschichte. Keine Ahnung was. Erzählt was über den Zweiten Weltkrieg oder so. Oder erzählt, wie Protein-Biosynthese oder so funktioniert. Und versucht dabei einen Jump'n'Run zu schaffen. Das ist echt schwer. Das werdet ihr mir vielleicht glauben, vielleicht auch nicht. Das ist ja auch nicht unbedingt relevant. Oh, das sah geil aus. Das sieht toll aus. Klein, aber feine Feinheiten. Steht hier noch was auf den Schildern irgendwo? Nein, schade. Okay. Quest 5. Gut. Quest 5. Schaffe noch einen Jump'n'Run. Spring und renne. Tipp, wenn du nicht weiterkommst, nächste Seite. Das lesen wir trotzdem gleich noch, aber erst, wenn wir es geschafft haben. Okay, das ist jetzt nicht allzu schwer. Das schaffen wir jetzt auch auf Anhieb. Solche Jump'n'Runs sind super. Ups. Ja genau, wir wollten das ja lesen. Du bist einfach noobig. Jetzt kommt Quest 6. So viele Nether-Sterne. Zwei Scores haben wir hier gleichzeitig. Okay, da kommen wir wieder hoch. Noch ein paar Smaragde für uns. Schaffe den Sprung und besiege den Entführer. Tipp, wenn du nicht weiterkommst, nächste Seite. Nubigkeit hoch 5, sag ich doch. Nein, ich mach das nur, um zu wissen, was dann kommt. Glasflachs, LPs, 11, Entführung, Hebel. Was tauscht er? Okay. Ups. Ha, er ist tot für immer. Er wird nie wieder jemanden entführen. So. Nach oben. Was tauscht er? Glasflach-LP. Oh, wir haben Glasflach-LP gefunden. Er tauscht ein Eisenschwert. Oh, wir haben Dia-Schwert, aber ich tausche trotzdem Eisenschwert. Glasflach-LP, du machst echt dumme Geräusche, weißt du das? Auf damit! Quests erledigt. Ende. Guck mal, wir haben sogar wieder unseren Bewertungsblock. Smaragd, 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 Smaragd. Wir haben 63. Nach oben. Okay. Erstmal Quests erledigt. Quests. Du hast alle Quests erfüllt. Jetzt kommen noch 10 weitere Quests. Ja! Spaß, Kekse sind lecker. Hast du alle Tipps gelesen? Hast du das Schwert hinter dem Haus gefunden? Ja, habe ich. Alles. Punkt, 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 Punkt. Erbauer Glasflach-LP, Tester Glasflach-LP, Spieler P-Crafter-LP, abonniert P-Crafter-LP und Glasflach-LP auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mhm. Ja, me, wenn du mir, ich hasse das.
Aber es passt zur Map. Ende, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Dein Glasflachel P. Ich bedanke mich für diese Map. Auf jeden Fall. Bewertungsblock. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ich soll ihn behalten, weil das reicht eh nicht, um da hochzukommen. Also fliegen wir da schnell hoch. Weil die Map ist ja eh zu Ende. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ja, das ist für kreativ, genau. Okay, zur Bewertung. Diese Map war eine knackige, kurze Map. Ich verstehe noch nicht ganz, wofür dieser Steg war, aber ist ja egal. Mir gefällt sehr gut diese Insel dort hinten. Und dass du die ganzen Sachen umbenannt hast, das ist auch sehr gut. Was mir wieder nicht so gut gefallen hat, ist, ganz normal, Einseitigkeit im Sinne von... Es ist nur Jump'n'Run. Es wäre wirklich mal gut, wenn was anderes als Jump'n'Run kommt. Ich bin ein sehr großer Jump'n'Run-Fan an sich. Vor allem, wenn es so ein bisschen einfach beginnt und ein bisschen schwerer dann nach einer Zeit wird. Aber, ja. Ist halt so, ne? Ist ja, wie es ist. So, die Insel gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und davon mache ich jetzt auch erstmal ein schönes Foto. Allerdings machen wir dann aber auch die Grafik ein bisschen höher, ne? So... Wunderschön. Okay. Kommen wir zur Bewertung. Hier schön an die Palme. Fangen wir an mit Spaßfaktor. Spaß. Von 6 Punkten würde ich dir für den Spaßfaktor 3 geben. Es war in Ordnung. Könnte aber spaßiger sein. Okay. Gestaltung. Guess. Von den 6 Punkten würde ich dir ganz gerne 4 geben, weil die Gestaltung war ganz in Ordnung. Ich fand die Insel besonders schön, habe ich gesagt, jetzt schon 5 Mal oder so. Dann kommt jetzt Story und Story und was war das noch? Genau, Redstone. Da würde ich dir von 4 Punkten... das ist schwierig. Zwischen 2 und 3 schwank ich da. Ah, sehr schwer. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr 2 oder 3 geben würdet. Ich gebe jetzt einfach 3, netterweise. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr mehr oder weniger geben wollt. Ich gebe für Redstone... Ja, es sind eigentlich 2. Aber ich gebe jetzt einfach mal 3, okay? Es ist einfach kein Redstone verwendet, aber fürs Umbenennen, sagen wir mal dafür, da gebe ich den Punkt für das Redstone. Und die Story war in Ordnung. War eine da und das reicht. So, und dann kommt noch Rechtschreibung und so. R-Punkt und Gr-Punkt. So, davon gebe ich dir von 4, 2. So, dann kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von... Jetzt muss ich mal rechnen. 7 und 5 macht 12. Geil, haben wir wieder eine Map mit 12 Punkten. Ah, machen wir's. Sorry. Ja, ich bin einfach der Geist. Ich weiß. So, 5 hoch. Ups. Die Map geht sicherlich schon über 20 Minuten. Aber ist egal. So, 12 Punkte. Vielen Dank fürs Bauen dieser Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen ein bisschen. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt... Also, ich mache das mal so, wie ich es jetzt mal richtig geil sagen würde. Ich habe nämlich einen Spruch erfunden, der ist echt gut. Hat's euch gefallen? Wenn ja, dann drückt da unten auf den Knopf, der beginnt mit A. Ist ja nicht geil, der Spruch. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer PCrafterLP.